Liebe Schwestern und Brüder, dieser Sonntag, diese Stunde, dieses Evangelium und was zur Stunde jetzt gerade in Rom geschieht, da der Papst mit den Bischöfen die Synode, die dann morgen mit den Beratungen beginnt, zur Familie eröffnet. All diese Zusammenkünfte von Ereignissen machen es schwer, noch an Zufälle zu glauben. Dazu kommt zu diesem Thema, zu dem wir jetzt in den Medien ja reichlich versorgt wurden und auch die kirchlichen Medien haben uns ja eifrig ins Gedächtnis geschrieben, was wir zu erwarten haben. Ob das dann wirklich geschieht, steht auf einem anderen Blatt. Das ist verbunden mit dem Erntedank und es ist verbunden, dass wir heute mit unseren Schwestern den Tag des heiligen Franziskus feiern. Es gibt, und ich will das versuchen in zwei Gedanken, die Berührungspunkte herauszustellen, die das hat. Familiensynode mit unserem Evangelium, den Erntedank, den Tag des heiligen Franziskus. In seinem bei uns leider nicht so bekannten Essay, wir kennen eher die Geschichten von Pater Brown, von Gilbert Keith Chesterton. In seinem nicht so bekannten Essay über den heiligen Franziskus, sehr, sehr lesenswert, gibt er am Beginn so ein Panorama, um den heiligen Franziskus in seine Zeit einzuordnen, um diesen Troubadour Gottes überhaupt verstehen zu können. Und ich fand eine Beobachtung besonders bemerkenswert, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Die Behandlung, und darum geht es ja immer auch in den Medien, ich will vielleicht den Hintergedanken noch sagen, warum ich diese Stelle ausgesucht habe. Was uns in den Medien permanent offeriert wird, ist ja weniger das Thema Ehe. Es ist auch nicht das Thema Ehescheidung, es ist das Thema Sexualität. Das permanent hintergründig, wie in allen Medien, daher plappert, aber oft unreflektiert und unkultiviert. Und Chesterton schreibt Folgendes zur damaligen Situation. So hatte die Behandlung des Geschlechtlichen als einer ausschließlich unschuldigen, natürlichen Sache die Wirkung, dass jede andere unschuldige, natürliche Sache von Geschlechtlichkeit durchdrängt und verseucht wurde. Denn eine Gleichstellung des Geschlechtstriebes mit elementaren Trieben oder Bedürfnissen wie Essen und Schlafen kann man nicht gelten lassen. In dem Augenblick, da der Geschlechtstrieb aufhört, Diener zu sein, wird er zum Tyrannen. Es liegt, aus welchen Gründen auch immer, etwas Gefährliches und Übertriebenes in der Bedeutung, die man ihm in der menschlichen Natur beimisst, und er bedarf wirklich einer besonderen Reinigung und Weihe. Das moderne Gerede über Sexualität, dass sie frei sei wie jedes andere Gefühl, dass der Körper schön sei wie irgendein Baum oder eine Blume, ist entweder eine Beschreibung des Garten Eden oder ein Stück einer gründlich schlechten Psychologie, derer die Welt bereits vor 2000 Jahren müde war. Und er zieht die Linie aus, dass es für Franziskus interessanterweise nie ein Thema war, sondern wenn, hat er in seiner ursprünglichen Art, das Evangelium zu verstehen, es allenfalls auf die Fruchtbarkeit angelegt, also auf Familie und Kinder. Aber wir wissen, dass Franziskus einen anderen Weg gegangen ist. Aber es ist eine interessante Bemerkung, die wir an uns heranlassen sollten, dass Sexualität der Kultur bedarf. Was wir erleben, seit vielen Jahren schon, ist eine Unkultur. Chesterton spielt am Schluss mit einer ironischen Bemerkung an, und es ist eine starke Brücke zum Evangelium. Das ist entweder eine Beschreibung des Garten Eden, sagt er. So versteht auch Jesus die ganze Sache. Also Jesus ist auch nicht weltfremd. Ich las da dieser Tage bei einem bedeutenden Exegeten aus Deutschland, der gesagt hat, ein Bibelzitat ist noch kein Argument. Aber das so in die Runde zu werfen, ist auch kein Argument.
Und die Kirche, wenn man die Auslegungsgeschichte anschaut, hat immer gewusst, dass man Bibelstellen auslegen muss. Aber in diesem Punkt der Ehescheidung war sie immer sehr klar. Und das wird wahrscheinlich auch für die Familiensynode klar sein. Es hat in sehr seltenen Einzelfällen Ausnahmen gegeben. Aber die Auslegung ist durch die ganzen 2000 Jahre Kirchengeschichte sehr klar. Man denke nur an so berühmte Fälle wie Heinrich den VIII. Es wäre für einen solchen Papst, der mit diesen Fällen befasst war, sehr leicht gewesen zu sagen, mein Gott, lass doch mal 5 gerade sein. Wenn der halt so ist, lass ihn die Katharina nach Hause schicken oder soll einen anderen nehmen. Wo ist denn das Problem? Dass ein ganzes Land sich von der Kirche abspaltet, dass dafür Bischöfe und sein eigener Kanzler enthauptet werden, das ist kein leichtes Spiel. Es steht etwas auf dem Spiel. Und natürlich wusste auch Jesus und die Pharisäer, die hier fragen, und die Jünger, die zuhören, wie auch wir, um die Schwierigkeit eines solchen Ideals. Aber ist nicht unser Problem, und da kommt auch der Gedanke von Erntedank hinein, dass wir immer nur über Scheitern und über Probleme reden, statt auch erneut dankbar zu sein? Dankbarkeit vom Anfang her, wie Jesus es heute sagt. Apor de Archae. Und immer wenn dieses Wort Archae auftaucht, ist das etwas Besonderes. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir haben eben einen Ausschnitt aus Genesis gehört. Im Anfang war das Wort. Die Bibel äußert sich mit diesem Wort immer sehr grundsätzlich, sehr prinzipiell, nicht naturwissenschaftlich. Das interessiert die Bibel nicht. Sehr grundsätzlich. Wie ist die Konzeption des Menschen? Wie hat Gott ihn gedacht? Wie stellt Gott sich den Menschen vor? Wie kann Leben gelingen? Das sind die Fragen, die die Bibel umtreiben. Und von daher sind sie geschrieben, von Gott geschrieben. Im Anfang war das nicht so, sagt Jesus. Also versucht, voller Dankbarkeit vom Anfang her zu denken. Versucht, von den Absichten Gottes her zu denken. Und wir können nur beten, dass das die Familiensynode auch tut. Im Anfang war das nicht so. Das heißt nicht, dass wir die Probleme außen vor lassen. Und das heißt nicht, dass wir Menschen, die von diesen Problemen betroffen sind, außen vor lassen oder gar aus der Kirche aussperren. Wer hat das gesagt? Wer tut das? Der handelt nicht im Sinn des Evangeliums. Aber das Erste ist doch, dankbar zu sein für dieses Geschenk des Anfangs. Dankbar zu sein für die Absicht Gottes, die so etwas ist wie ein Leitstern, nach dem man leben kann. Wann haben Sie zum letzten Mal, wenn ich die Eheleute ansprechen darf, Ihrer Ehefrau, Ihrem Ehemann in die Augen geschaut, wenn Sie zusammensitzen oder zusammen sind und sind dankbar füreinander gewesen? Und haben das nicht nur vielleicht gefühlt, sondern am Ende sogar noch gesagt. Es gibt ja eine ganz merkwürdige Sprachlosigkeit, gerade wenn es um diese Dinge geht. Und das heißt dann, na, das ist aber ein bisschen sentimental. Das haben wir Deutschen ja nicht so. Wir sind da eher reserviert. Dann bleibt es immer ungesagt. Deutsche Reserviertheit hin oder her. Und dann gibt es Risse, die sind am Anfang sehr fein. Weil alles Leben, alles Tun, alles Miteinander unbedankt bleibt, unausgesprochen bleibt. Und dann ist es am Ende eine große Kluft, die niemand mehr heilen kann. Man kann dem vorbeugen. Und wir müssen auch in die Kirche hinein sagen, vom Anfang her hat Gott es anders gedacht. Diesen Anfang, das ist unsere Aufgabe oder wäre unsere Aufgabe, müssen wir in Erinnerung bringen bei den Menschen. Und zwar bei denen, die die Absicht haben zu heiraten. Zu Recht, ich las das dieser Tage, dass sich Bischof Vorderholzer von Regensburg mit dem BDKJ, also mit dem Jugendverband, getroffen hat. Und sie haben diese heißen Eisen diskutiert. Und dann haben einige Jugendliche eine Beobachtung festgestellt und gefragt, wie ist das denn? Also wenn man Priester werden will, können ja hier Anwesende fragen, dann müssen sie erst Theologie studieren, klar, das ist die wissenschaftliche Ausbildung, aber dann müssen sie anschließend durch dieses Seminar hindurch, Zusatzausbildung und alles Mögliche. Oder das gilt für andere pastorale Berufe genauso. Es gibt eine große Begleitung über Jahre in Interessenkreisen und da wird geschaut und auf die Persönlichkeit richtig ausgebildet ist. Im Orden ist das ähnlich. Wie ist das bei den Eheleuten? Ein Gespräch beim Pastor. Dann bringen die ein Heft mit,
wo man guckt, ob die Lieder stimmen oder ob sie zu exotisch sind. Und dann füllt man ein Protokoll aus, wo man nach den grundsätzlichen Dingen fragt, okay, ob man die dann erklärt, ist schon eine andere Frage. Und das war's. Und dann soll man leben? Dann soll man ein Leben lang eine Ehe bestreiten können? Müssen nicht auch die Bischöfe, die jetzt sehr forsch nach Rom gehen, gerade aus unserem Land, und sagen, da muss sich etwas ändern, wir müssen da unbedingt lockerer werden, zuerst einmal schauen, dass diese Hausaufgaben zu Hause gemacht werden, dass es eine Begleitung, eine Ehevorbereitung gibt, und zwar eine gründlichere, wesentlich gründlichere, und auch eine Begleitung von Eheleuten. Muss nicht das geschehen? Und es wäre gut, wenn die Familiensynode genau das stärkt. Das, was früher ein sozialer Zusammenhalt, manchmal auch ein sozialer Druck im Umfeld war. Wenn einer kommt und sagt, irgendwie haben wir uns auseinandergelebt, wir lassen uns scheiden, und dann haben die Eltern oder die Großtante oder sonst irgendwie gesagt, das geht doch nicht, wie stehen wir denn vor den Leuten da? Das ist heute weg. Man muss sich ja heute schon entschuldigen, wenn man sich nicht scheiden lässt. Das hat sich genau umgekehrt. Die Dankbarkeit füreinander. Das ruft uns heute, wenn wir gerade den Aspekt der Schöpfung so im Mittelpunkt haben durch das Erntedankfest, wird uns noch einmal neu klar. Das ist nicht nur, wie Benedikt XVI. Zu Recht angemahnt hat, eine Ökologie der Natur, sondern auch eine Ökologie des Menschen gibt. Zu fragen, wie ist die Absicht Gottes mit dem Menschen vom Anfang her? Und auch wenn von diesem Anfang her, von diesem Ideal nicht alles gelingt, das gehört zu uns Menschen dazu. Wir mögen das beklagen, viele mögen auch darunter leiden. Aber es ist doch ein Richtbild, eine Leitschnur, wie wir leben können und wie Leben gelingen kann. Nicht die Vergötterung von Sexualität, sondern ihre Kultur. Ihre Kultivierung ist notwendig. Und die Dankbarkeit für das, was Gott uns mit seinen Absichten schenkt.